Museen interessieren mich sehr, wenn man an verschiedene Orte kommt, um zu sehen, was dort gezeigt wird. Sie sind immer Träger des Wissens und Gefäße, wo sich die Dinge aufbewahren, was Vorgängergenerationen gedacht haben und produziert haben. Andererseits sehe ich es auch kritisch, weil es immer eine bestimmte Auswahl ist. Und aber gerade das regt auch das Wissen weiter an, um diese Orte, wo man dann immer ist, zu erfahren. Ich sammle gute Luft in meinen Lungen. Ja, das ist mein Skizzenbuch, weil sonst sind die Ideen sofort verschwunden. Es ist natürlich eine große Auszeichnung, wenn das, was sich in Werken manifestiert, an eigenen Gedanken und Meinungen und Sichtweisen der Welt, von jemandem als sammlungswürdig empfunden wird. Andererseits, wie man hier sieht in der Oase Nummer 8, ist es sehr schwierig, diese Dinge zu sammeln, weil sie oft kontextuelle Arbeiten sind. Und damit lege ich eigentlich in der Arbeit per se nicht viel Wert drauf oder denke nicht dran, was da jetzt sammelbar dran ist.